Hallo und willkommen hier bei Hotudi. Ich möchte euch heute zeigen, wie einfach es doch eigentlich ist, Formulare für meine eigene Internetseite aufzubauen. Dazu bedarf es noch nicht mal wirklichen Programmierkenntnissen. Es gibt eine Homepage, die nennt sich dw-formmailer.de. Und auf dieser Seite ist einem eigentlich jedes notwendige Werkzeug schon gegeben, um praktisch Formulare herzustellen. Wir gehen mal so ein Formular durch, gehen hier runter, gehen in den Formulargenerator, eröffnet ein neues Fenster. Und in diesem Fenster können wir nun entscheiden, was wir machen wollen. Zum Beispiel ein Kontaktformular mit Name, E-Mail, Kommentar, Captcha. Captcha haben wir hier auf Fotodia ja auch schon Workshop, was das bedeutet. Oder ein Bewerbungsformular, zum Beispiel mit Datei-Upload, das heißt, wenn jemand noch eine Datei hochladen können sollte, Lebenslauf, was auch immer, ein Bewertungsformular, Newsletter und, und. Wir gehen mal so etwas durch. Wir machen mal ein Bewerbungsformular für unsere Homepage fertig. Er gibt uns hier Beispiele: Name, Vorname, Straße, Postleitzahl, Ort, Telefon, Fax, eine E-Mail-Adresse, ob man eine Antwort haben möchte, etc. Kann denn hier praktisch eventuell noch einen Text vorher oder nachher einfügen. Zum Beispiel einen Text hinzufügen an den Anfang. Ausführen. Jetzt bekommen wir hier oben ein Textfeld. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Bewerbung. Punkt. So, jetzt wollen wir noch einen Text am Ende hinzufügen. Ihr Hotodi-Team. Weiter zu Schritt 3. Den Rest wollen wir alles so lassen, wie das ist. Hier können wir noch Dropdown-Menüs für die Absenderantwort eingeben, ob das per Telefon, Telefax, E-Mail oder egal sein soll. Werdet ihr gleich noch sehen, was das bedeutet. Dann könnt ihr entscheiden, soll das verschlüsselt sein, ja oder nein. Die Empfänger-E-Mail-Adresse muss hier rein. Hier sage ich mal bewerbung@hotodi.com. Und jetzt könnte ich hier, eigentlich wäre das Dokument schon fertig. Und jetzt könnte ich hier dann noch verschiedene Angaben machen, wenn ich das möchte, will ich aber nicht. Weiter zum Ergebnis. Und hier unten sehe ich jetzt mein Kontaktformular, was im Prinzip fertig ist. Wenn mir das jetzt nicht so zusagt, wie es ist, kann ich das Design ändern. Ich mache hier mal ein paar Beispiele, die klicke ich hier mal an. Man kann hier wirklich schon komplett vorgefertigte Farbschemen verwenden. Man kann natürlich auch eigene Farbschemen einbauen oder das Design verändern. Zum Beispiel sagt man, ich möchte das hier nicht solid haben, sondern ich hätte das gerne dashed, also wie ihr hier seht, Punkte, dotted, also ganz feine Punkte, doubled, verstärkt oder in anderen Möglichkeiten. Das kann ich mir alles auswählen, wie ich das möchte. Hier sind diese Antworten, was wir gesagt haben, wie wir das gerne hätten. Ich kann auch das Button-Design ändern, wenn ich das möchte. Aber mir gefällt das eigentlich so, wie es jetzt ist. Auch die Farben gefallen mir. Wenn nicht, klicke ich hier an, wähle mir eine andere Farbe aus. Siehe da, habe sofort eine andere Farbe. Wenn das nun alles so ist, wie ich mir das vorstelle, kann ich mir das entweder direkt runterladen oder ich kopiere hier einfach meinen HTML-Code. Den kopiere ich auf meiner Homepage. Und kopiere mir unten dann das E-Mail-Template. Das mache ich mir auch mit auf meiner Homepage. Ja, wenn ich das alles so gemacht habe, dann habe ich ein komplett fertiges, sehr professionelles und hochwertiges Kontaktformular. Ihr seht also, es ist gar nicht so schwer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder bei www.hotodi.de.